Die letzten zwei Reihen machst du ein kleines Bündchen. Das heißt, du strickst einmal rechts, einmal links. Ich habe jetzt insgesamt mit der Zunahme 50 Maschen. Da wird nichts mehr abgenommen. Das machst du bis zu Ende mit 50 Maschen. Na, weil wieder nicht. Letzten beiden kommen rechts. So, jetzt haben wir, wie gesagt, ab insgesamt 50 Maschen. Die kannst du jetzt alle abnehmen und dann wird das zusammengenäht. Das kannst du natürlich schmücken ein bisschen mit Steine oder so lustige Knöpfe. Das liegt schon an dir, was du da am besten für dein Liebling machen willst. So, viel Spaß beim Stricken.